Willkommen zu einer weiteren Folge. Wir lösen noch schnell die Quest ein. Dann dürften wir auf dieser Map auch soweit durch sein. Ich dachte, da wäre ein Zeichen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier war damals auch sogar eine Catch a Ride Station. Oh, ich finde das so cool. Ob der Strom jetzt wieder aktiviert ist? Ja. Durch das Durchleuchten seiner Vorgeschichte und die Entdeckung von Security-Aufzeichnungen aus verschiedenen Phasen seiner Karriere bist du zu einem zwingend logischen Schluss gelangt. Jack ist der Mistkerl, der umgelegt werden sollte. Wenn ich je Zweifel hatte, dass Jack sterben muss, jetzt nicht mehr. Die bringt mir Kohle. Sollten wir vielleicht kurz mal verkaufen noch. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Und der komische Raketenwerfer, den wir aus Versehen aufgesammelt haben. Macht knapp 3000. Dann macht die hier weniger, 1,8. Macht etwas über 2000. Viel Glück. So, Schnellreisestation ist natürlich wieder nur woanders. Bevor wir das Finale angehen, machen wir natürlich noch die ganzen Nebenquests fertig. Dazu gehört auch noch eine von Dr. Z, die lösen wir ein und dann müssen wir noch Monster Mix Teil 3 absolvieren. Da liegt auch noch ein Echo. Angel, bring diese Nachricht zu demjenigen, der die Bauarbeiten draußen im Nexus koordiniert. Egal was passiert, sorg dafür, dass die alte Banditenstadt Firestone heißt sie, glaube ich. Sorg dafür, dass sie stehen bleibt. An diesem dreckigen kleinen Rastplatz hat alles begonnen. Und noch was. Ich möchte auf die Firmenagenda setzen, dass wir ihren Namen von Firestone in Jackville umbenennen. Diesen Banditen, Bastarden, salzig und gestreut, verstehst du? Ich will, dass diese Kammerjagen Dreckskale sehen, was ich mit diesem Ort angestellt habe. Ich will, dass ihr für ihr Versagen steht. Sie konnten weder New Haven noch Firestone beschützen und sie können keinesfalls Sanctuary beschützen. So. Da sind wir auch schon wieder. Den Kopf haben wir nicht mehr, nehme ich mal an. Nee. So, jetzt muss ich. Markus sagt, wenn ich nicht läche, lässt er mich mein eigenes Bein auffressen. Alle News, die eine Lüge wert sind. Und nun zur neuesten Ausgabe von Achtung Einmeldung mit Hunter Hellquist. Ja, Sie hören Hyperion Truth Broadcasting. Ladies and Gentlemen, wir haben gesiegt. Nach dem Tod Rolands und der Gefangennahme Lilith ist der Widerstand tot. Die übrigen Kämpfer sind versprengt, verwirrt und demoralisiert. Handsome Jack hat ein für alle Mal seine moralische und intellektuelle Überlegenheit gegenüber den Banditenhorden bewiesen. Hier spricht Hunter Hellquist und ich sage, Pandora
ist endlich sicher. Pandora ist endlich frei. Weißt du, man könnte auf den Gedanken kommen, dass Dr. Z-Machenschaften nicht ganz hasenrein sind. Oh, weshalb bringst du mir all diese blutigen Gliedmaßen, die ich in keinster Weise geordert habe? Bitte nimm diese Banknoten als Ausdruck meines Abscheus. 1000, 1200. Es lebt. Tja, naja, lustige Geschichte. Diese Projekte, an denen ich gearbeitet habe, sie sind sozusagen weggelaufen. Tu mir einen Gefallen und leg sie um, ja? Weißt du, wenn man es mal genau betrachtet, ist es ja eigentlich deine Schuld. Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. So. Ich verarzte dich jederzeit. Na dann. Wie viel Iridium haben wir eigentlich jetzt mittlerweile? Achso, nee, ich würde schon sagen 4. Das wären jetzt 30. Der rennt aber auch immer weg, der Typ. Hä? Achso. So, mal gucken, ob das Auto das Ganze überleben wird. Was? Ich bin doch gar nicht mal in Berührung gekommen eigentlich. Das war ja erledigt, Alter. Alles Opfer! Ich hätte vielleicht die andere Karre nehmen sollen. Unser Auto wird das nicht mehr lange durchhalten. Und wir haben nicht mehr die Hälfte. Willst du mich verarschen? Noch 8. Okay, aussteigen. Klasse, jetzt haben wir auch noch unseren Schild verloren, weil die so lahmarschig ist. Oh, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut.
hat. Ha! Noch zwei. Das Ding ist wieder zu, verdammt. Da wollte ich mich jetzt rein verkriechen. Ja, die kommt vielleicht mal wieder angeschissen. Ein Badass weniger. Puh. Knappe Sache. Und unsere ganze, oder fast die komplette Schrotflintenmuni ist hoch drauf gegangen. Level 34 werden wir wohl noch erreichen können bis zum Abschluss. Ich frage mich gerade, ob wir mit unserem Commander im LPT nicht sogar noch weiter waren. Irgendwie ist der Level 36 im Kopf. Ob das stimmt, weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Müsste man mal nachgucken. So. Aber er zeigt uns auch nicht an, dass irgendwo noch eine Quest fehlt. Schwierigkeit normal. Machen wir den Kundenservice noch. Da. Das ist in der Basis. Okay, das ist da unten. Das heißt, wir sollten auch möglichst in der Basis, glaube ich, anfangen. Gestern Abend hatte ich einen Intergrone und musste an meine vielen unzufriedenen Kunden denken. Und da habe ich ein paar Rückerstattungschecks rausgeschickt. Weiß nicht, was mich geritten hat. Du musst mir die Schecks aus den Briefkästen zurückholen, bevor sie mit der Autopost rausgehen. Und beeil dich, jede Minute zählt. So, jetzt will ich mal gleich gucken. Macht die Strecke hier außen mehr Sinn? Oder hier wiederum? Nee, hier außen. Oh, da müssen wir auch den Schlenker hier wieder hoch machen. Tolle Wurst. Na gut, das machen wir in der nächsten Folge. Spitz, bedanke mich. Bis dann.